Weiter geht's mit Capri. Welche Box hättest du gerne? Mein Geburtstag ist der 8. Februar. Und das ist meine Zahl. Die 8, bitte. Champagner und Schokotrüffel. Champagner und Haselnussschokolade. Das kriege ich hin. Tao, welche Box hättest du gerne? Ich nehme die 1. Operntorte. Operntorte besteht aus Schokolade, Mandeln und Kaffee. Drei Zutaten, mit denen ich täglich zu tun habe. Ich bin begeistert. Ich verkaufe hochprozentige Craft-Cocktails. Je süßer der Drink, desto weniger wird nachgeordert. Dessert-Cocktails sind umsatztechnisch also nicht so clever. Kate, diese Box will zu dir. Pain au Chocolat. Schwierige Kiste. Wer will schon ein Glas Schokolade trinken, geschweige denn ein Croissant? Bei dieser Challenge müsst ihr die Quintessenz eurer Desserts in aufregende Drinks übersetzen. Von den vielschichtigen Kaffeenoten einer Operntorte über die butterige Konsistenz eines Schokoladencroissants bis hin zur Fruchtigkeit einer Beerentart. Außerdem müsst ihr euren Cocktails eine bissfeste Komponente beifügen, die der Textur und dem Geschmack eures Gebäckstücks entspricht. Wenn euer Tortendessert knusprig ist, sollte die Beilage zum Cocktail ebenfalls knusprig sein. Wie immer wird das kreativste und optisch wie geschmacklich überzeugendste Getränk am Ende der Sendung zum Spitzendrink gekürt. Aber denkt dran. Ich erwarte einen Cocktail. Keinen Pudding im Glas. Barkeeper, ihr habt 90 Minuten. Und die Zeit läuft jetzt.